Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei uns im Studio von Hyperraum TV. NAFWIS hat seinen Ursprung als Forschungsprojekt der Technischen Universität München im Bereich der multidimensionalen Signalverarbeitung. Das klingt reichlich abstrakt, ist allerdings wesentlich weniger theoretisch, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Was 2009 als reines Forschungsprojekt begann, hat inzwischen den Sprung in den Markt vollzogen. Es geht kurz gesagt um ein komplett neues Kartografie- und Navigationssystem. Weg von zweidimensionalen Karten hin zum fotorealistischen 3D-Modell, auch als Referenzmodell bezeichnet. Die erste Anwendung des neuen Kartenmaterials ist die Navigation im Nahbereich, also dort, wo konventionelle Navigationssysteme heute versagen, in Gebäuden. Ein Indoor Street View also, nur dass nicht ein großer Konzern die Daten zentral erfasst, sondern der Gebäudebetreiber selbst das Referenzmodell erzeugt. Doch das Referenzmodell ist nur der eine Teil der neuen, der visuellen Navigation. Will sich ein Nutzer heute mit Hilfe elektronischer Kartierung navigieren lassen, braucht das System laufend eine aktuelle Standortbestimmung. Dafür setzen wir Satellitenortung mittels Triangulation ein, das Global Positioning System GPS oder Galileo, die europäische Variante. Werden diese Geokoordinaten in die elektronische Kartensoftware eingespielt, dann kann uns diese darin verorten und zu beliebigen Zielpunkten führen. Ganz gleich, wo auf der Welt und wie abgelegen diese auch sein mögen. Aber halt, nicht wirklich überall hin. Denn das Innere von Gebäuden bleibt vorläufig nutzungsfreie Zone. Das elektronische Navigieren scheitert an der Lokalisierung des Standortes. Denn Signale von Satelliten werden in Gebäuden meist abgeschattet und ohne Standortbestimmung auch keine Navigation. Im Gebäudeinneren sind wir deshalb bis heute auf unseren eigenen Orientierungssinn oder bestenfalls auf reale Wegweiser angewiesen. NAFWIS will das mit einem Produkt ändern, das den menschlichen Orientierungssinn zum Vorbild nimmt. Orientieren können wir uns nur da, wo wir uns gut auskennen. Ein Ort, den wir schon besucht haben, ist in unserem Gehirn als dreidimensionales Referenzmodell abgespeichert. Besuchen wir ihn erneut, dann rufen wir diese Daten ab. Das Gehirn vergleicht sie mit dem, was unsere Augen sehen, und schon wissen wir präzise, wo wir sind. Je genauer unser virtuelles Modell des Raums als Vergleichsgrundlage ist, desto leichter und schneller können wir uns darin bewegen. Das Zuhause kennen wir so gut, dass wir uns fast blind zurechtfinden können. Auf dem gleichen Modell visueller Orientierung basiert NAFWIS. Als digitales Auge dient die Kamera des Smartphones. Felix Reinshagen ist studierter Informatiker und promovierter Ökonom. Er war bei McKinsey auf dem Weg zu einer großen Beraterkarriere, doch da hat er 2013 seinen Hut genommen und ist stattdessen Mitgründer und Co-Geschäftsführer von NAFWIS geworden. Die Aufgabe sei, so offenbart er, zwar weniger gut bezahlt, erlaube aber mehr unternehmerische Freiheit. Selbstbewusst reiht er die NAFWIS-Technologie in die großen historischen Meilensteine der Kartografie und der Navigation ein. NAFWIS schickt sich in der Tat an, einen großen Durchbruch und eine Revolution in der Kartierung und Navigationstechnik einzuläuten. Und man darf halt nicht vergessen, wie wichtig, was für wichtige Meilensteine und Durchbrüche auch für die wirtschaftliche Entwicklung ihrer jeweiligen Zeit große Neuentwicklungen und Durchbrüche in der Navigation und Kartierung gewesen sind. Und einfach ein paar Beispiele rauszugreifen, mal auf einmal hat die Einführung des Kompass im Mittelmeerschiffsverkehr erlaubt, zwei große Reisen pro Jahr in den Nahen Osten zu machen, sicherlich einer der ganz wichtigen Faktoren gewesen ist, dass zum Beispiel die große Handelsstadt Venedig in der Renaissance dann so reich und mächtig und einflussreich gemacht hat. Ein anderes gutes Beispiel ist eben die Wiederentdeckung dieser schon antiken, dieses antiken Kartierungswissens, dass die Welt eine Kugel ist, die am Ende Christoph Kolumbus bewogen hat, in die andere Richtung, Richtung Indien sich aufzumachen. Und am Ende hat er Amerika entdeckt und damit Spanien für mehrere Jahrhunderte zur dominanten Wirtschaftsmacht der Welt gemacht. Ich würde noch einmal schnell vielleicht an den letzten großen Meilenstein erinnern, der uns ja auch allen im täglichen gar nicht mehr wegzudenken ist, nämlich Satellitenkarten und Satellitennavigation über GPS. Und das haben wir heute in jedem Smartphone, in jedem Auto eingebaut und man kann sich schon gar nicht mehr vorstellen, wie das vor wenigen Jahren noch gewesen ist, als man immer auf dem Schoß mit einem Falk Atlas hantieren musste. Und gleichzeitig ist es aber natürlich genauso, dass dort, wo wir in der westlichen Welt uns
80% unserer Zeit aufhalten, dort, wo 90% aller wirtschaftlichen Transaktionen stattfinden, nämlich in Gebäuden, GPS und Satellitenkarten gerade nicht verfügbar sind. Das Forschungsprojekt, das sich mit dem Thema visuelle Navigation und 3D-Kartierung beschäftigt, das hat begonnen mit der Promotion von einem unserer Mitgründer, dem Dr. Georg Schroth. Und der hat 2009, als er in Stanford sich beschäftigt hat mit dem Thema GPS, ist damals an dem GPS-Lab gewesen, hat er das Thema sozusagen begonnen, weil er gesagt hat, er glaubt nicht daran, dass man überall in jedem Raum eben aufwendig so Mini-Satelliten installiert, die eben sehr teuer sind, sondern genau erinnert an seinen Hintergrund, an seinen Background in Computer Vision, und gesagt, Mutter Natur hat es doch viel praktischer gelöst eigentlich, dieses Thema. Da muss man auch gar nicht so viel teure Infrastruktur installieren. Und inzwischen gibt es das Forschungsprojekt NAVIS 2, das auch immer noch hier am Lehrstuhl läuft, und wir arbeiten sozusagen jetzt mit der Firma hauptsächlich oder im ersten Schritt an dem Thema Kartierung, während das Thema Positionierung auch parallel noch weiter im Forschungsprojekt erforscht wird. Damit das elektronische Auge arbeiten kann, muss zuerst ein dreidimensionales Referenzmodell des Gebäudes vorliegen. Aufgabe dieses 30 Kilogramm wiegenden Leichtgewichts. Die dritte, die jetzt marktreife Version mit der Bezeichnung M3, kostet einige tausend Euro. Seine Input-Sensoren, 6 Systemkameras, 3 Laserscanner und weitere Sensoren. Diese 3D-Kartierungsmaschine schiebt ein Mensch nun durch den Raum. Dabei entsteht ein digitales 3D-Modell, in Echtzeit zentimetergenau und mit 360 Grad Panoramasicht. Einzelne Personen als Störkulisse werden dabei gleich herausgerechnet, den unterschiedlichen sich ergänzenden Sensoren sei Dank. Das heißt, man kann ein Gebäude so schnell kartieren, wie man es durchschreiten kann. Und das senkt gegenüber herkömmlichen Verfahren die Kosten pro Quadratmeter ein Gebäude zu mappen, um den Faktor 10 bis 100. Und der Trolley hat am Ende 3 Knöpfe, Datensatz aufnehmen, Datensatz verarbeiten und Datensatz ansehen. Und ansonsten muss man den einfach nur schieben. Und auf dem Interface wird automatisch angezeigt in 3D, was man schon gescannt hat und auch in welcher Qualität der Scan schon durchgeführt hat. Wenn man irgendwann ein bisschen zu schnell durchgegangen ist, zeigt er einem das an, ist der Fußboden nicht grün, dann kann man auch mal einen Schlenker machen, bis man sieht, dass überall die Scan-Qualität auch stimmt. Das ist ein relativ großer toter Winkel in den Kameras. Und so ein großer toter Winkel ist nur möglich, weil die Kameras relativ weit voneinander entfernt angeordnet sind. Traditionell möchte ich aber bei 360-Grad-Aufnahmen meine Kameras möglichst alle ganz dicht an einem Punkt konzentrieren. Weil nur dann kann ich ein Panorama errechnen, das frei von sogenannten Parallaxeffekten ist. Das haben wir hier eben nicht, aber wir haben was anderes. Wir haben eben die 3D-Tiefeninformationen. Und die können wir dann wiederum verwenden, um doch zu nahezu perfekten Panoramaaufnahmen zu kommen, obwohl unsere Kameras relativ weit voneinander entfernt sind. Gleichzeitig kann ich in so einen Floorplan natürlich auch noch andere spannende Informationen einblenden, die wir auch mit dem Trolley mit aufzeichnen, zum Beispiel Anomalien im Erdmagnetfeld, WLAN-Empfangsstärken, und die kann ich vielleicht einmal so als Informationen interessant für den Gebäudebetreiber, aber die kann ich natürlich dann auch wiederum für die Navigation benutzen, um eventuelle Mehrdeutigkeiten aufzulösen und das System noch robuster zu machen. Und wenn jemand zum Beispiel durch so eine Feuertür durchgeht, dann habe ich normalerweise einen sehr charakteristischen Ausschlag, weil das eine Stahltür ist, eine Metalltür, die das Magnetfeld verzerrt. Und damit kann ich dann auf einmal meine Navigation oder mein Tracking wieder stark eingrenzen, weil ich eben weiß, dass jemand offensichtlich gerade durch diese Tür durchgegangen ist. Und hier der ausgeschlachtete Prototyp der virtuellen Modellbaumaschine. Er fristet heute ein eher tristes Dasein in einem der Arbeitsräume der Technischen Universität. Das Herzstück, das was NAVIS so besonders macht, kann man jedoch nicht anfassen. Es liegt im Verborgenen in den Softwarealgorithmen, mit denen die unterschiedlichen Inputsignale aus den Sensoren verarbeitet werden. Sie ermöglicht es auch, die voluminösen dreidimensionalen Daten für reaktionsschnelle Applikationen zu komprimieren. Dazu entwickelten die Spezialisten eine Software, die Bilder in einer datenreduzierten Signatur erfasst, wie sie das selbst bezeichnen. Objekte erkennt die Software allerdings nicht. Warum, sagt uns Sebastian Hilsenbeck, NAVIS-Mitbegründer und ein Computer Vision-Forscher. Wir wollen das Ganze agnostisch von der semantischen Objektebene halten. Wir zerlegen das Bild nicht in semantische Objekte, sondern das Bild wird nach wie vor als Datensignal betrachtet.
Aber was wir machen ist, wir werden dieses Datensignal nicht einfach komprimieren, wie es JPEG macht, sondern wir wenden Algorithmen an, die in diesem Bild explizit nach markanten Bereichen suchen. Markante Bereiche können Bereiche sein, die sich einfach nicht gleichförmig zu ihrer Umgebung verhalten, wo ein bisschen griffige Textur vorhanden ist, Kanten, Ecken, alles, was im letzten Endeffekt auch Objekte definiert. Aber wir begnügen uns insofern damit, dass wir diese Stellen finden und dann mathematisch beschreiben, und zwar jede dieser Stellen einzeln. Dadurch zerlegen wir ein Bild in eine Reihe von Bestandteilen, die letztendlich den Bildinhalt auch definieren, und beschreiben jeden dieser gefundenen Bestandteile durch eine sehr kleine Signatur. Dabei wird nicht erkannt, um was für ein Objekt handelt es sich, aber dabei wird sehr effizient kodiert, was findet man in dem Bild für Inhalte, wie ist das Bild komponiert. Man könnte zwar dieses Level jetzt quasi noch drüber legen, wir haben da auch Ansätze bereits entwickelt. Ein Beispiel ist, dass ja in Gebäuden, gerade in öffentlich zugänglichen Gebäuden, sehr viel Unterstützung für Gebäudebesucher vorhanden ist, um sich zurechtzufinden. Also es gibt Türschilder an den Bürotüren, es gibt Hinweisschilder, und auf all diesen Schildern finden wir nicht nur, wie zum Beispiel bei Toiletten, bestimmte Icons, sondern wir finden auch vor allem sehr viel Text. Und diesen Text, dabei handelt es sich auch um ein semantisches Objekt, um eine Klasse, die kann man jetzt in der Tat versuchen, nicht nur zu finden, sondern auch tatsächlich zu erkennen und dann als weitere Informationsebene aus den Bildern zu extrahieren und unterstützend zur Lokalisierung zu verwenden. Das Smartphone steht in ständiger Verbindung mit dem Datenspeicher auf dem Server. So weiß es sogar bei geschlossenem Auge, also tief in der Tasche vergraben, wo es sich gerade befindet. Ein Teil der patentierten Navis-Technologie besteht darin, die wichtigen Bildsignaturen, also die Referenzdaten, vergleichen natürlich nicht ganze Bilder, sondern arbeiten mit sehr, sehr komprimierten Bildsignaturen, die nur wenige Kilobyte groß sind, werden alle notwendigen Signaturen, die ich für die Navigation brauche, aus dem Umkreis bereits proaktiv auf mein Handy geschoben. Das heißt, selbst wenn ich mal in einem Flur gar keinen Netzwerkempfang habe, hat mein Handy bereits proaktiv alle notwendigen Navigationsinformationen runtergeladen und der gesamte Bildabgleich findet auf dem Smartphone statt. Um die Anwendung auch im Internet nutzen zu können, entwickeln die Ingenieure derzeit eine eigene App. Denn an kreativen zukünftigen Ideen für die breite Nutzung mangelt es den Ingenieuren nicht. Hat Navis tatsächlich die Tür zu einem neuen Meilenstein in der Navigation aufgestoßen? Reicht ihr künftiges Einsatzfeld, so wie die Entwickler glauben, von der Industrieproduktion bis zur intelligenten Werbung? Anderer spannender Fall, da sind wir in Diskussion mit einem großen Chemie- und Lebensmittelkonzern, ist Repair and Maintenance in großen Fabrikanlagen zu ermöglichen. Indem man so eine große Fabrikanlage einmal eingescannt hat und die Verantwortlichen dort sehen, dass an irgendeiner Stelle, zum Beispiel hier an einem Rohr, Schweißarbeiten notwendig sind, weil sich da kleine Risse gebildet haben, kann man einfach mit dem Smartphone auf das Rohr gucken und da so einen Reparatur-Tag anbringen. Es wird dann mit dem SAP-Backend verbunden und wird dann entsprechend einen Auftrag vergeben, zum Beispiel an eine Schweißfirma. Da würde dann der Schweißer am nächsten Tag kommen. Der bekommt an der Rezeption so ein Tablet umgehängt und da ist das Ticket schon drauf und die Navigationssoftware. Wird er über die Anlage zum richtigen Gebäude, das sind ja häufig 10, 15 verschiedene Gebäude, alle mehrstöckig und voll mit komplexen industriellen Anlagen, wird zum exakt richtigen Rohr geleitet, kann sich nochmal visuell das abgleichen mit seinem Tablet, dass es auch wirklich genau die richtige Stelle ist und dass er nicht nachher eine falsche Arbeit ausführt, kann die Repararbeitarbeit sich nochmal ansehen, also das Technik-Klick nehmen. Genau, und das kann natürlich auch alles im Backend automatisch durchgeführt werden. Er wird am Ende wieder zurück zur Rezeption geführt, kann das Tablet wieder abgeben und die Daten vor allen Dingen verlassen auch nie das Industriegelände. Das ist für viele Kunden wahnsinnig wichtig, dass sie auch die Hoheit über die Daten behalten. Niemand möchte gerne seine digitale Zukunft einfach so ausverkaufen, sondern wir sind fest davon überzeugt, dass man ein Geschäftsmodell finden muss, das auch mit den Gebäudebetreibern zusammen funktioniert. Ich habe als Kunde die Möglichkeit, den Navis-Server in meinem eigenen Rechenzentrum, in meiner eigenen Private Cloud zu installieren und damit eben nochmal ein höheres Maß an Sicherheit zu ermöglichen. Und wir haben dann auch als Navis, wenn das nicht gewünscht ist, gar keinen Zugriff mehr auf die Daten. Retail-Anwendungen für große Shopping-Malls, auch für Flughäfen natürlich sehr, sehr spannend. Ich kann einfach mit meinem Handy ins Schaufenster reinschauen und dann
sehr, sehr spezifisch und auch hilfreich für den Kunden. Zusätzliche Produktinformationen einblenden, auch Coupons zum Beispiel ausgeben. Ich weiß ja, was den Nutzer interessiert. Der hat mir ja mit dem Blick seines Smartphones im Schaufenster signalisiert, dass er sich dafür interessiert. Und insofern glauben wir auch, dass das nicht so störende Werbung ist, sondern willkommene Werbung. Und was wir im Grunde sagen, es ist kein stärkeres Signal von Nutzerinteresse, als etwas länger anzugucken. Wir schauen uns in die Augen, bevor wir miteinander reden. Und ich kaufe natürlich nie ein Produkt, ohne das erstmal angeguckt zu haben. Und das Angucken selbst ist eben eigentlich ein spannendes, starkes Signal. Und auf das kann man hier eben auch so reagieren, dass es eben hilfreich ist und nicht störend.